Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Rome 2 mit den Armeniern. Gut, wir waren in der letzten Folge vor einer Belagerungsschlacht stehen geblieben. Ich möchte nur kurz auf einige Hinweise eingehen, die ich bekommen habe. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf meine Nahrung, auf die öffentliche Ordnung und auf den Unterhalt bzw. auf mein Einkommen achten soll. Darauf habe ich natürlich ein Auge geworfen, also mit der Nahrung ist natürlich etwas knapp, aber das Gebäude, das wir bauen, das verbraucht nur eine Nahrung. Das heißt, wir sind noch, wir sind gerade noch so auf der Grenze. Und die öffentliche Ordnung ist, denke ich, noch vollkommen in Ordnung. Wir sind, ja, es würde noch etwas dauern, bis wir eine Revolte hätten. Und außerdem steht die Änderung der Ordnung bei Null, also da sind wir auf der sicheren Seite. Und was das Einkommen angeht, liegt das natürlich an den Söldnern, die ich jetzt nach der Schlacht, die wir hoffentlich gewinnen, entlassen werde. Also die sollten wir besser gewinnen, denn ansonsten wird es ziemlich übel werden. So, aber legen wir doch gleich los. Ich denke, das sollten wir schaffen. Das sind überwiegend Speerkämpfer. Östliche Speerkämpfer. Das sollte gehen. Gut, ich will lieber ein schöneres Wetter haben, glaube ich. Was Sonniges, sehr gut. Ja, das ist schon besser. So, wir werden zunächst eigentlich erstmal warten müssen, bis die Verstärkung eintrifft, denn mit den Truppen will ich nicht alleine angreifen. Das wird, glaube ich, etwas schwierig. Wir haben zwar nur 4 Leitern, aber ich nehme mal an, dass wir am Anfang ziemlich viele Hügelmänner verlieren werden. So. Ich denke, wir greifen direkt hier dieses Mauerstück an. Die anderen sind alle ein bisschen so verwinkelt. Das macht es ein bisschen schwieriger, mit den Leitern anzudocken. Ich denke mal, wir greifen einfach direkt hier die Mauer um das Tor herum an. Ich werde aber erstmal die Söldner benutzen. Also meine Leute lasse ich erstmal hier zurück. Ich warte, bis die Verstärkung eintrifft. Ich weiß nicht, ob ich die Hügelmänner danach noch behalten werde, also ich denke am Anfang schon, denn wir haben jetzt nicht viel Einkommen, das heißt, wir können nicht direkt alles auf Axtkämpfer umstellen. So, wo ist mein General? Hier, okay. Okay, die Verstärkung kommt von da drüben an. Wir können ja schon mal gucken, was auf der Mauer steht. Okay, wir haben hier östliche Speerkämpfer, wie es aussieht. Östliche Steinschleuderer. Hügelmänner, ja. Wie erwartet. Gut, ich werde mal die Armee hier rüber marschieren lassen und ich werde einfach das Stück hier rausschneiden, damit wir schneller zur Schlacht kommen. Also sehen wir uns gleich. Gut, alle Männer sind jetzt in Position. Ich habe hier die Fernkämpfe aufgeteilt, einmal auf der linken Flanke mit Bogenschützen, Briten und Bogenschützen und einmal auf der rechten Flanke. Ich werde jetzt erstmal die Speerkämpfer als Schild vorschicken, damit meine Hügelmänner nicht so viel Feuer kassieren. So, die Mauern gehen auch direkt nach. Ich werde, glaube ich, auch versuchen, gleich mit die Tore niederzubrennen. Falls es mit den Mauern nicht so gut läuft, wäre es schon mal ganz gut. Die KI hat auch währenddessen ihre Truppen ein bisschen umgestellt. Weiß nicht, worin der Sinn lag. Jetzt sind die meisten Fernkämpfer wieder auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sind anscheinend nur noch Nahkämpfer. Vorhin war es andersrum. Okay. So, die Hügelmänner. Behalte ich schon mal in der Nähe, aber nicht zu nah. Dann können wir die Fernkämpfer schon mal hier auf der rechten Seite vorrücken lassen. Da gibt es sowieso keine gegnerischen Fernkämpfer. Wir werden also gut schießen können. So, die lasse ich mal jetzt laufen. Okay, wir müssen da drüben darauf Acht geben, dass wir nicht vom Turm beschossen werden. So.
Aber wir stellen einfach gleich hier die drei Einheiten vors Tor, damit die schießen können. Also damit sie das Tor abfackeln können. Die anderen lassen wir mal hier stehen. Unsere Hügelmänner haben noch keine Verluste erlitten, das ist ganz gut. So, den Rest lassen wir mal so weit vorrücken, dass er nicht beschossen werden kann. Die Generäle schicken wir auch vor. Ah ja, mit dem... Von wem werden die beschossen? Na gut, wir können uns das Ganze jetzt mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Also hier drüben sind erstmal nur Steinschleuderer, das heißt, da werden wir im Nahkampf, glaube ich, ganz gut bestehen können. Ich denke, die sollten eigentlich... Ups, ich habe den Angriffsbefehl hier vergessen. Ich weiß nicht, die sollten eigentlich lieber auf hier die östlichen Steinschleuderer schießen. Oh, die können richtig gute Treffer landen. Ich nehme mal an, das sind überwiegend die Bogenschützen. Ja, wow, die hauen richtig rein. Die haben schon 42 Kills. Deshalb habe ich auch in der letzten Folge gesagt, dass Steinschleuderer bei Mauern wirklich ineffektiv sind. Also die Bogenschützen, die gehen hier richtig ab. Aber irgendwo kassiere ich ganz schön. Wo ist das? Diese hier. Na gut, jetzt werden die gegnerischen Fernkämpfer sowieso im Nahkampf gebunden werden. So, dann rücken wir mal mit den restlichen Hügelmännern vor. Wie sieht es mit dem Tor aus? Das wird, glaube ich, bald abgebrannt werden. Ja gut, dann schießen wir mal hier auf die... Ja doch, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, die haben schon genug kassiert. Dann schießen wir mal hier auf die östlichen Bogenschützen. So. Ja, ich glaube, die Hügelmänner sollten das auf jeden Fall hinbekommen. Sieht gut aus. Na. Nein. Okay. Ja, die ersten Einheiten fliehen sogar gleich. Aber ich muss gleich schon Verstärkung schicken, denn meine Einheiten werden auch gerade ziemlich aufgerieben. Ja. So, das Tor ist abgebrannt. Schauen wir mal, was dahinter steht. Östliche Sperrkämpfer, ich weiß nicht, also ich glaube, ich schicke meine östlichen Sperrkämpfer lieber nicht durch, weil die sind sowieso schon fast tot. Lassen wir die hier mal so stehen. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir das Tor neutralisieren, also schicke ich mal eine Einheit durch, damit das, damit die Türme aufhören zu schießen, weil die richten ganz schön viel Schaden an. Und ich bringe mal meine Generäle näher, denn meine Moral fängt an zu wanken. So, wie sieht es mit den Bogenschützen aus? Die schießen ja ganz gut drauf. Ich werde noch ein bisschen schießen und dann aber auch das Feuer einstellen, damit ich ein bisschen Munition spare. Die Leute hier können schon mal aufhören zu schießen. Ja, es sieht schwierig aus. Wo sind die Sperrkämpfer hin? Ich habe die doch gerade hier durchgeschickt. Okay, das ist seltsam. Okay. Ich stelle mal meine Leute hier vors Tor. Vielleicht können sie... Vielleicht können sie durchs Tor schießen. Ja, ich weiß nicht warum, aber die wollen einfach nicht durchs Tor laufen. Okay, jetzt schon. Ich habe hier so Engpässe, also diese... Das sind eigentlich nur so billige Sperrkämpfer und Steinschleuderer, die den Gang blockieren. Ich könnte eigentlich schon längst das Tor erobert haben. So, meine Leute neutralisieren es aber gerade. Das heißt, die werden aufhören zu schießen. Ich habe wirklich schon ziemlich viele Verluste erlitten, aber es geht noch einigermaßen. So, die hören bitte auf zu schießen. Dann kann ich alle Fernkämpfer hier aufstellen.
Ne, genauer gesagt kann ich meine Fernkämpfer sogar auf die Mauer stellen. Noch viel besser. Dann sollte ich die Schlacht eigentlich gewonnen haben, denn dann können meine Leute hier richtig schön reinschießen. Die KI versucht auch hier gerade schön das Tor zu blockieren, aber das ist sowieso unwichtig. Meine Leute werden gleich von der Mauer runterkommen. In der Stadtmitte sind nicht mehr viele Einheiten. Aber es nervt trotzdem, dass meine Leute hier nicht durchkommen. Es sind einfach so ein paar Einheiten, die hier den Weg blockieren. Ich lasse meine Leute einfach mal durchstürmen. Was ist das hier? Das ist auch noch ein Mob. Oh Gott. Wow. Die Bogenschützen hier, die gegnerischen, die schießen über die Mauer auf meine Kataphrakte. Aber meine Kataphrakte sollten das, glaube ich, einstecken können. So, wie sieht es eigentlich mit den Fernkämpfern aus? Okay, die sind gleich da. Obwohl es noch ein bisschen dauert. Huch. Okay, die gegnerischen Einheiten fangen langsam aber sicher an zu fliehen. Auf der Mauer. Okay, die fliehen jetzt schon. So. Das Tor ist neutralisiert. Ich werde jetzt noch nicht das Tor runterlaufen. Wow. Der eine General hat aber doch mehr kassiert, als ich gerne hätte. Ich ziehe den mal zurück. Bisschen stressiger, als ich gedacht hätte, diese Belagerungsschlacht hier. Ich glaube, wir werden es trotzdem ganz gut schaffen. Sobald unsere Fernkämpfer auf den Mauern sind, werden die eigentlich hier alles da unten zusammenschießen. Ich aktiviere hier auch freies Feuern. Na? Okay, sehr gut. So, dann stürme ich mal das Tor runter. Ja, somit sollte die Schlacht auch bald gewonnen sein. Wir haben viele Verluste erlitten, aber das hatte ich eigentlich schon erwartet. Also, wie gesagt, Hügelmänner sind nicht wirklich die Einheit, mit der man eine Belagerungsschlacht schlagen will. Aber wir hatten zurzeit einfach nichts Besseres zur Verfügung. Ich glaube, mit Speerkämpfern wären wir hier gegen eine Wand gelaufen. Ja, ich stelle mal meinen Steinschleuderer noch ein bisschen besser hin hier. Ja, ich glaube, wir werden unsere Hügelmänner fast komplett verlieren. Ich habe hier noch zwei Einheiten. Aber das Tor ist versperrt und hier drüben... Ja, die können höchstens über diese Seite hier hoch. Wenn sie es rechtzeitig schaffen, dann wäre das ganz gut. Hier oben sind jetzt auch noch östliche Speerkämpfer. Ja. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich glaube, es klappt, ja. Bloß diese östlichen Speerkämpfer hier bereiten mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Die sollten aber bald auch fliehen. Wo sind meine Kataphrakte? Okay, die sind hier. Ja, die gegnerischen Einheiten werden gerade ziemlich zusammengeschossen. Meine Leute versuchen hier gerade ihre Pieler zu werfen. Na, meinetwegen. Also in der Mauer stehen noch einige Einheiten, aber sobald ich hier ein freies Schussfeld habe, mit meinen... Oh Gott,
Diese östlichen Sperrkämpfer. Sobald ich ein freies Schussfeld habe, sollte das eigentlich ganz schnell gehen. Okay, jetzt reicht's, glaube ich. Ich werde jetzt hier meine persische Kavallerie voll durchlaufen lassen. Die gegnerischen Einheiten fliehen sowieso gleich. Die sollten echt genug Masse haben, um da durchzukommen. Ja, die gegnerischen Einheiten fliehen jetzt. Ich lasse die mal hier voll durchlaufen. Und dann kann ich auch schön in den Rücken schießen. In den Rücken stürmen. Meine Bogenschützen sollen man da, sollen mal lieber da drauf erstmal schießen. Ja, meine persische Kavallerie kommt da leicht durch. Sobald sie positioniert sind, kann ich mich direkt umdrehen und da wieder reinstürmen. Die östlichen Sperrkämpfer sollten gleich unten sein. So. Noch ein paar Einheiten, dann haben wir es geschafft. Ja, sehr gut. Die erste Einheit ist schon mal weg. Schön einen Sturm in den Rücken. Sehr schön, wieder zurückziehen, damit ich nicht zu viel Eigenbeschuss habe. Wow, okay. Das sind jetzt neue Hügelmänner. Ja, ich muss jetzt aufhören zu schießen. Ich habe keine Munition mehr. Fast keinen mehr. Die Einheit ziehe ich mal wieder zurück. Ich möchte eigentlich noch welche Munition für den General aufbehalten. Okay. Ach, meine Bogenschützen haben auch keine Munition mehr. Gut, die persische Kavallerie ziehe ich auch zurück. Die östlichen Sperrkämpfer hier halten wirklich extrem lange durch. Ich glaube, das liegt einfach am Schwierigkeitsgrad. Normalerweise müssen die sowas von schnell platt gemacht werden. Okay, holen wir mal die Einheiten, paar Einheiten, die wir hier noch übrig haben. Die geschwächten Einheiten ziehe ich zurück, damit ich sie nicht verliere. Aber der Rest sollte wirklich reichen für die hier. Ich werde jetzt meine Briten meine Fernkämpfer benutzen, um die restlichen Einheiten platt zu machen. Das Tor erobere ich jetzt gerade auch, das heißt meine... Die Wachtürme sollten gleich anfangen für mich zu schießen. Okay. Ja, wie erwartet habe ich so gut wie alle Hügelmänner verloren. Die Söldner darunter sowieso. Aber einige Einheiten habe ich noch. So, ich schieße jetzt auf den General. Ich werde jetzt meine Hügelmänner noch näher positionieren. Dann kann ich vielleicht Pieler benutzen. Die haben ihre Pieler nämlich noch. Okay, die KI zieht es vor, hier rumzustehen. Ne, jetzt zieht sie sich zurück. Gut, jetzt rücken die Hügelmänner, die Sperrkämpfer vor. Ja, der General ist gleich weg. Wir schauen uns den Rest mal aus der Nähe an.
Ja, sehr schön. Sobald der General weg ist, sollte eigentlich die Schlacht vorbei sein. Dann fliehen auch die restlichen Männer. Okay, der General ist weg. Das heißt, der Rest sollte jetzt fliehen. Ich mache mir hier Platz für einen Ansturm von meiner Kavallerie. Ich glaube, das liegt wirklich am Schwierigkeitsgrad. Normalerweise östliche Speerkämpfer, die dürften nicht so lange durchhalten. So. Wow, das sollte die Sache erledigt haben. Was haben wir hier noch? Ach, Axtkämpfer haben wir auch noch. Okay, da muss ich noch drauf schießen. Okay, die Speerkämpfer fliehen. Jetzt kommen hoffentlich die letzten Einheiten. Das ist, glaube ich, auch ein General, deshalb wahrscheinlich hält der noch die Moral einigermaßen aufrecht. Aber ich stelle hier meine persische Kavallerie auf, damit sie schön von der Flanke reinkommen kann. Dann sollte selbst der Geschichte sein. Okay. Gut, schauen wir uns das nochmal aus der Nähe an. Ja. Endlich gewonnen. Boah, das hat echt, glaube ich, länger gedauert, als ich gerne hätte, aber naja, gewonnen ist gewonnen. Ja, 2000 Männer getötet, immerhin. Ich denke, sobald wir Axtkämpfer haben, wird das auf jeden Fall viel leichter sein. Die haben, glaube ich, mehr Rüstung und die werden diese östlichen Speerkämpfer innerhalb von Sekunden in Stücke reißen. Mit den Hügelmännern war das doch ziemlich zäh. Und die östlichen Speerkämpfer waren eigentlich überraschend nützlich, denn hätten wir das Tor nicht niedergebrannt, hätten wir wahrscheinlich verloren, ja. Okay. Ja, ich besetze die Stadt. Die Katlier wurden vernichtet. Und, wir haben hier einen Brunnen. Ich glaube, ich lasse den erstmal stehen. Der sorgt für Wachstum und öffentliche Ordnung. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Und, ja, zurzeit brauchen wir eigentlich nichts anderes. Ich glaube, wir haben keinen General verloren. Das ist ganz gut. So, die Söldner werden jetzt aufgelöst. Das, was von denen noch übrig ist. Ich glaube, von 500 Männern oder so, oder 600, sind jetzt ungefähr noch 30 Männer da. Okay, tschüss. Wir kämpfen für euch. Das nächste Ziel ist hier Gabata. Das wird auf jeden Fall einfacher, denn das ist keine befestigte Stadt. Das hier war gerade richtig zäh. Ja. Wie gesagt, mit schwachen Einheiten ist das wirklich, wirklich nicht einfach. So, welcher General war das? Der hier? Okay. Da setze ich auf den Strategen, damit wir ziemlich schnell von der auf der Kampagnenkarte hin und her können. Der hat nämlich dann eine weitere Fähigkeit, die die Reichweite erhöht. Gut, ich laufe mal jetzt kurz rüber zu den Atropatene. Okay, die stehen noch nicht rum. Die sind anscheinend gerade am Truppen rekrutieren, aber das sind fast überwiegend auch nur östliche Speerkämpfer. Das heißt, wir sollten das eigentlich schaffen können. Gut, ja, die Folge ist leider schon jetzt ziemlich weit fortgeschritten. Ich mache trotzdem mal ein bisschen weiter, damit wir, abgesehen von der Schlacht, hier auch noch was gemacht haben. Ich glaube, den General, ich weiß nicht, ob ich den zurückschicken soll. Ich glaube, ich schicke den mal zurück. Der kann sowieso nicht groß helfen mit seinen paar Speerkämpfern. Einfach hier nach Ataxata. Der hier muss ich erstmal erholen. Ja, ich lasse die erstmal eine Runde erholen, dann werde ich die wahrscheinlich irgendwie zusammentun. Denn ich will nicht allzu lange warten, bevor wir angreifen. Ich werde da noch ein paar Einheiten rekrutieren, am besten noch ein paar Speerkämpfer. Die sollten fürs Erste reichen. Und von hier Bogenschützen. Gut.
Wie gesagt, wir müssten jetzt eigentlich was niederreißen, damit wir anderes, also Dörfer zum Beispiel und sowas bauen können. Aber ich werde das jetzt einfach mal nicht machen, denn ich werde einfach hier diese Region benutzen, um für Nahrung benutzen, denn ich will wir haben hier ein paar ganz gute Militärgebäude, auf die möchte ich eigentlich nicht verzichten. Ja. Ich denke, es geht noch in Ordnung. Wir haben 4 Nahrung. Ich werde da auf jeden Fall noch drauf achten. Gut, ein Hauch Weinrot. Ja, sieht ganz in Ordnung aus. Siraken, Aorsoi. Ja, wir können jetzt mal kurz ins Diplomatiefenster schauen. Wir haben im Norden einige Fraktionen kennengelernt. Die Siraken sind im Krieg mit Pontus, das heißt, mit denen werden wir uns sowieso nicht gut verstehen können. Und die Aorsoi, ja, ich weiß nicht genau. Ich denke mal, wir wollen vielleicht hier Skythien auch erobern. Also, ich werde erstmal kein Handelsabkommen oder sowas schließen. Das sind, glaube ich, Nomaden. Ja, das sind Nomaden. Das heißt, wir können die mit ein paar Steinschleuderern und Speerkämpfern eigentlich ganz gut abwehren. Wir werden uns jetzt also eher darauf vorbereiten, nachdem wir hier Gabata erobert haben, in den Süden vorzustoßen. Als nächstes wird Atropatene dran sein. Und falls die Städte hier bei den Parthern immer noch ungeschützt sind, dann werden wir da auch gleichzeitig angreifen. So, ich wollte nur kurz gucken. Wir können leider kaum Handelsabkommen schließen. Ja, schade. Also wir haben kaum Fraktionen, mit denen wir neutral stehen. Deshalb ist das ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich glaube, wir können jetzt die Runde beenden. Eure Befehle. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, rekrutieren werden wir in der nächsten Runde. Mein Herr bietet euch Frieden an. Gut, die Morgen kehrt Adahan seine wollen Existenz Frieden, zu diesem aber Krieg. nein. Gut, wir haben die Infanteriezelte gebaut, das heißt, wir können ab jetzt Axtkämpfer rekrutieren. Ich werde das jetzt erstmal nicht sofort machen, denn die sind relativ teuer. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ja, 621, davon können wir nicht viele rekrutieren. Persische Hopliten können wir jetzt auch übrigens rekrutieren. Also als Infanterie sollten wir jetzt erstmal genug haben. Ich werde wohl als nächstes schauen, dass ich berittene Bogenschützen bekomme. Besonders hier diese gepanzerten berittenen Bogenschützen sind wirklich ziemlich gut. Bereit zum Kommen. Gut, ich glaube, ich stelle mich hier kurz mal an die Grenze. Ich erwarte weitere Vielleicht können wir schauen, was die so haben. In Bewegung, Okay, mein das geht Herr. leider nicht ganz. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, ich glaube, die Atropatene werden bald angreifen können. Die haben ziemlich viele Einheiten. Ich erwarte eure Befehle. Den General schicke ich mal hier in die Stadt. Das nennt ihr eine Garnison? Ach, der war gerade. Okay, so. Wir kämpfen für euch. Gut, hier rekrutieren wir noch ein paar Seid ihr bereit zu Steinschleuderer. Die dienen? werden wir später dann hier als Garnison lassen, um uns erstmal abzusichern im Norden. Ansonsten. Ach so, hier haben wir keinen Platz mehr. Bereit zum Dann Kampf. rekrutieren wir hier noch ein paar Es Speerkämpfer. ist eine große Zu und euren glorreiche Diensten. Sache, für unser Anliegen zu Ja, ich glaube, dann können wir nächste Runde wahrscheinlich auch angreifen. Ich weiß nicht, wie viele Truppen die haben, aber. Zum Kampf. Zu Ja, mal sehen. Wir werden es versuchen. Gut. Nahrung ist gerade noch so knapp. Mein Herr. Ja, ich werde jetzt fürs Erste. Wir wollen erstmal hier Gabata erobern, bevor wir weiter planen wollen. Ich werde dann hier unsere Nahrung ein bisschen aufbauen. Okay, ein Dorf bringt jetzt zwar nicht so viel, aber immerhin besser Zu als nichts. euren Diensten. Wenn wir da Felder haben, dann bringt uns das schon, ich glaube, 7 Nahrung oder so dazu. Das ist ganz in Ordnung.
Vielleicht findet ihr in eurer Weisheit einen Weg, dieses Volk. Guck, Antonius Rom will, dass wir gegen Numidien beitreten. Die sind gerade auf der anderen Seite der Welt, also ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Außerdem haben wir sowieso kein Interesse, denen wirklich allzu lange treu zu bleiben. Wir sehen wenig Wert in weiteren Blut. Wow, die wollen uns ganz schön viel zahlen. Ihr habt für ein Friedensabkommen. Doch nun ist es an der Zeit, tiefe Wunden zu stellen. Wow, das ist verlockend, aber nee. Ich lehne ab. Aber wenn die so viel Geld haben, das heißt womöglich, dass sie auch viele Truppen haben. Also mal sehen, wie das werden wird. Gut, wir haben die Forschung abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier das erste Modul wahrscheinlich abgeschlossen. Ja, das erhöht unsere Verstärkungsrate. Ich würde mal als nächstes auf Belagerung setzen. Besonders hier minus 40 Verluste Verschleiß beim Belagern. Das heißt, dann können wir auch mehrere Runden belagern. Bis jetzt wäre das eher für uns unprofitabel, weil wir dadurch zu viele Einheiten verlieren. Gut, wir werden jetzt mal rüberschauen, um zu sehen, was der Gegner hat. Okay, wie es aussieht, sind seine Männer halb verhungert. Ich weiß nicht warum. Das heißt, dass sie hier zumindest keine Felder haben. Okay. Das werde ich dann umbauen müssen. Aber das heißt eigentlich, wir können jetzt schon angreifen. Mal sehen, wie das dann aussieht. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ich gucke mal, ob ich die andere Armee zur Verstärkung ziehen kann. Nee, die sind nicht nah genug dran. Gut, dann greife ich einfach so an. Ich glaube, wir könnten höchstens sowieso... Ja, vielleicht persische Kavallerie verlieren oder Hügelmänner. Aber ich glaube, das sollte in Ordnung sein. Die werde ich dann nicht selbst schlagen. Also das ist... Wäre ein bisschen zu einfach. Ja, 71%. Mal sehen. Okay, ganz knapp. Aber das ist in Ordnung. Okay. Dann sind wir in dieser Folge doch ein bisschen vorangekommen. Zwei Städte eingenommen. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Gut, unsere Armee ist aufgestiegen. Ich setze mal auf Geschossschaden. Denn sobald wir Briten im Bogenschützen haben... Ah, das ist aber auch ganz interessant. Meister der leichten Kavallerie plus 5% Schüsse pro Minute und 3% Geschwindigkeit bei leichter Kavallerie. Das wird unseren Briten in Bogenschützen ziemlich viel bringen. Ich setze mal erstmal auf Geschossschaden. Weil wir haben auch Fußbogenschützen bald jedenfalls. Die werden davon auch profitieren. Briten im Bogenschützen haben wir noch keine. Das wird noch etwas dauern, bis wir die rekrutieren können. So, wie versprochen, werde ich jetzt hier die Nahrung ausbauen. Ja, das bringt zwar ein bisschen Wohlstand, aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall Nahrung. Den Brunnen lasse ich erstmal stehen für die öffentliche Ordnung. Das wird ganz hilfreich sein. Wir kämpfen für euch, mein Herr. So, mit den Aorsa wird es jetzt wahrscheinlich auch... Also ich werde jetzt erstmal nicht aggressiv handeln. Wir haben sowieso noch nicht die Truppen. Aber ich werde hier eine Armee aus Steinschleuderern und Speerkämpfern zusammenstellen. Die sollten mit Nomaden eigentlich ziemlich kurzen Prozess machen. Dann werden wir wahrscheinlich so in ein paar Folgen auch in den Norden ziehen. Die Armee werden wir jetzt erstmal wieder nach Süden holen. Ach hier, die Atropatene sind übrigens vorgerückt. Mit einem Haufen an Speerkämpfern. Zum Glück haben wir hier noch ein paar Einheiten in der Nähe. Ich hoffe mal, die können die Stadt halten. Wir haben hier 8 Männer, 5 Einheiten. Ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Vor allem, das sind überwiegend fast nur Speerkämpfer. Allein meine Kataphrakte machen da, glaube ich, ziemlich viel platt. Wenn wir erstmal die Fernkämpfer ausschalten, dann ist da kaum noch was übrig. Okay, da mache ich mir keine Sorgen. Ja, obwohl ich würde trotzdem zur Sicherheit lieber nochmal 2 Hügelmänner rekrutieren. Bereit zum Kampf. Ja, hier noch ein paar Speerkämpfer. Die werden wir brauchen, wenn wir dann in den Norden ziehen werden. Also das ist in Ordnung, wenn ich die jetzt rekrutiere. Ja doch, ich muss glaube ich ein paar Söldner... Also nur um zu sicher zu gehen. Wird uns zwar ein bisschen Geld kosten, aber... besser als eine Stadt zu verlieren. Okay. Bereit zum Kampf. Die können wir nicht zur Verstärkung rufen. Gut, ich denke, wir sollten die Folge jetzt beenden.
Wir haben überwiegend jetzt nur die Schlacht geschlagen, aber wie gesagt, Belagerungsschlachten dauern halt ziemlich lange. Obwohl, wenn wir es schaffen, die Einheit hier zu sabotieren, dann müssen wir eigentlich nicht mal die... Söldner rekrutieren. Ich werde jetzt versuchen, hier... Ja, 50% Erfolgswahrscheinlichkeit. Ja, sehr schön. Wir haben es geschafft. Ich denke, die können also... Sie können uns nicht erreichen. Also, das jetzt die... Was da angezeigt wird, ist die Reichweite im Gewaltmarsch. Da können sie ja nicht angreifen. Denke ich jedenfalls. Außerdem sind einige Einheiten jetzt geschwächt. Das heißt, die Söldner brauchen wir jetzt vielleicht... Okay, die haben wir jetzt schon rekrutiert. Okay, das war dumm von mir. Hab lange um den heißen Brei herumgeredet. Okay. Ich würde jetzt hier gerne auf... Ich glaube, wir sollten auf Vergiften setzen. Das ist, glaube ich, bei Spion... Oder bei Antagonist? Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, ich muss nochmal nachgucken. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich möchte da nichts Falsches machen. Gut, ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen. Ich werde jetzt die Folge beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.